Meine sehr geehrten Damen und Herren, in der Staatskanzlei hat heute eine Videoschalte mit Ärzten und Apothekern zum Impfgipfel stattgefunden. Über die Ergebnisse informieren Sie Ministerpräsident Dr. Markus Söder und Gesundheitsminister Klaus Holleczek. Herr Ministerpräsident. Vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Corona-Lage wird leider düsterer in Deutschland. Die Inzidenz steigt und steigt. Leider haben sich alle negativen Prognosen jedenfalls bislang bewahrheitet. Und all diejenigen, die nur auf das Prinzip Hoffnung gesetzt haben, wurden leider durch die Fakten widerlegt. Dies ist überall in Deutschland so, aber auch überall in Europa. Wir sehen es vor allem bei unseren Nachbarn herum. Sei es in Frankreich, wo die große Gefahr der völligen Überlastung des Gesundheitssystems besteht, oder auch in Österreich, wo jetzt wieder Teile der Öffnungen zurückgenommen werden müssen, weil insgesamt die Inzidenzen einfach zu hoch sind. Deswegen kann man sagen, auch für Deutschland gilt es, die Lage wird leider nicht besser. Für Bayern der heutige Tag, die Inzidenz ist bei 140 gestiegen. Wir liegen im Deutschlandvergleich auf Platz 7. Auch die Todesfälle steigen wieder etwas leicht. Wir haben in der Situation über der sozusagen magischen Grenze von 100, der Notbremsengrenze, liegen jetzt derzeit 72 Landkreise und kreisfreie Städte. Das heißt, rund 70% der bayerischen Bevölkerung befinden sich wieder im Gebiet der Notbremse. Und nur noch eine einzige Stadt, das ist Ansbach, ist unter 50. Und was das eigentlich dabei besonders schwierig ist, weil man muss hier die Inzidenz des Tages koppeln mit einer Trenderwartung. Wenn der R-Wert bei 1,32 ist, dann zeigt es einfach, es wird weiter hochgehen. Also alle Hoffnung, das geht die nächsten Tage zurück, sind eindeutig nicht zu bestätigen. Und es ist in der Tat so, es wächst auch langsam in die Krankenhäuser hinein. Es gab heute bei dem Impfgipfel auch noch mal gerade von der Ärzteschaft eindringliche Warnung und eindringliche Unterstützung des bayerischen Kurses, die das für absolut sinnvoll halten und dass man sich daran halten soll. Und es ist halt das Problem, die Inzidenz ist der Vorlauf für Krankenhaus und für Erkrankungen. Und deswegen ist es nur eine Frage der Zeit, bis es auch hier schlechter wird. Deswegen ist es auch so, dass zu dieser objektiven Lage unserer Einschätzung nach, und es belegen auch die Umfragen der letzten Tage, auch die Bevölkerung den Grundkurs der Vorsicht und der Umsicht weiter mitgeht. Ungefähr 2/3 halten Maßnahmen für angemessen oder sagen, es muss mehr passieren, wobei der Anteil derer, die eigentlich sagen, es muss mehr passieren, steigt. Also der Ansatz, die Tendenz Vorsicht nimmt auch in der Bevölkerung Gott sei Dank wieder zu. Deswegen dürfen wir natürlich nicht einfach nur tatenlos zusehen. Wir müssen alle Optionen prüfen und wir müssen abwägen. Aber, und das wollte ich jetzt einmal deutlich sagen, nach den Debatten der letzten Tage, ich bin mir nicht ganz sicher, ob jeder wirklich den Ernst der Lage verstanden hat. Es ist jetzt nicht die Zeit für kleinteilige Streits oder Eifersüchteleien um Kompetenzen, sondern nochmal die Grundüberlegung, wie wir unserer Bevölkerung den bestmöglichen Schutz vor dieser nach wie vor einzigartigen und gefährlichen Pandemie geben können. Und diese dritte Welle ist die gefährlichste von allen drei, die bislang auf uns zurollt. Meiner Einschätzung nach hat die Bundeskanzlerin recht mit ihrer Warnung, mit ihrer Sorge, mit ihrer Prognose und auch der Einschätzung. Es muss jetzt für uns alle klar sein, wenn über 100, muss regiert werden. Das Verschieben von Notbremsen oder einfach erhöhen bringt am Ende nichts. Es holt jeden ein, und zwar jeden. Keiner ist vor dieser Corona-Pandemie sicher. Deswegen bleiben wir dabei. Über 100 ist die Notbremse notwendig. Deswegen ist zum Beispiel wichtig, und es ist eben nur in einigen Teilen Deutschlands, die Ausgangsbeschränkung wäre allein in den Ländern, die es nicht dauerhaft haben, über Ostern sehr, sehr wichtig, weil dort automatisch viele Leute zusammenkommen. Es haben sich ja einige gewehrt, einige Länder bis heute. In den letzten Bund-Länder-Gesprächen, vor allem auch der Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Ich freue mich zum Beispiel, dass jetzt Länder wie Niedersachsen, Herr Weil war auch relativ zurückhaltend, jetzt das gemacht haben. Ich denke, das ist ein gutes Signal. Aber wir brauchen nicht nur ein paar Ausgangsbeschränkungen, sondern überall, wo über 100 ist, muss das einheitlich gelten, damit es die Menschen auch verstehen. Dazu gehört auch keine Kontakterleichterungen über Ostern, sondern ein klares Kontaktmanagement. Es versteht ja kein Mensch mehr, was dann gilt, wenn es einen Tag so, am anderen Tag so ist. Das kann ja keiner abstimmen. Wir brauchen auch nach wie vor in den Innenstädten FFP2-Maskenpflicht. Und wir brauchen dann, da komme ich später noch zu den Schulen, eine einheitliche Regelung. Ich kann nur noch mal darauf verweisen, nachdem das jetzt die letzten zwei Tage etwas strittig war. Ich glaube, wir müssen Bund und Länder aus einem Geist heraushandeln, aus einem Geist. Wir brauchen einen Pandemieplan für Deutschland und nicht 16 verschiedene Pläne, die zum Teil überhaupt nicht kompatibel sind. Deswegen muss jetzt jeder noch mal überlegen, ob er sozusagen den Anforderungen
dem entsprechen will. Und ich glaube einfach, Föderalismus ist eine wundervolle Sache. Aber gerade im Moment darf der Föderalismus nicht den Eindruck vermitteln, dass Föderalismus bedeutet kein einheitliches Management. Deswegen noch einmal ein Appell, statt zu streiten, einheitlich zu denken. Es ist nicht gut, wenn Bund und Länder streiten. Und die Seitwärtsbewegung sei mir auch erlaubt. Ich finde es auch sehr seltsam, wenn der CDU-Vorsitzende mit der CDU-Kanzlerin ein halbes Jahr vor der Wahl streitet. Also einheitliche Philosophie, es ist nämlich eine Pandemie, Corona ist überall gleich, also müssen wir es auch einheitlich bekämpfen. So. Die wichtigste Form der Bekämpfung dauerhaft ist das Impfen. Deswegen hatten wir heute auch den Impfgipfel. Das war übrigens mal ein Hoffnungsgipfel, anders kann ich das gar nicht nennen. Wir haben in den letzten Wochen so viele Videokonferenzen gemacht und die meisten waren irgendwie immer mit viel Ärger und Kritik und mit auch viel Jammern verbunden. Es war heute ein so konstruktiver Gipfel, dass ich allen, die da beteiligt waren, danken möchte. Natürlich den Gesundheitsminister, der es vorbereitet hat, den Kommunen, die die Impfzentren betreiben, der Ärzteschaft, die in der Breite vertreten war, aber auch den Apothekern und auch die Wirtschaft war zugeschaltet für die weiteren Schritte. Das war sehr, sehr konstruktiv. Für uns ist ganz klar, Impfen ist die einzige echte Lösung. Testen ist ein wichtiges Instrument daneben, aber Testen verhindert nicht dauerhafte Infektionen. Und Testen hat aber eine gewisse Höhe der Inzidenz auch nur noch eine begrenzte Wirkung. Allerdings muss jedem klar sein, das gilt auch für das Impfen. Die Frage, wann Impfen wirkt und uns Freiheit zurückgibt, hängt ganz entscheidend von der Inzidenz ab. Je stabiler die Inzidenz, desto schneller wirkt die Impfung in der Breite der Bevölkerung. Je höher die Inzidenz, desto mehr verwässert sich der positive Effekt durch das Impfen. Und insofern gibt es einen engen Zusammenhang zwischen stabiles Corona-Management, versuchen die Inzidenzen wieder in den Griff zu kriegen und auf der anderen Seite das Impftempo oder wie der Klaus Holleczek sagen würde, den Impfturbo einzulegen, Impfen zu erhöhen, dann haben wir eine doppelt positive Wirkung. Das ist die maximal gute Wirkung, ist niedrige Inzidenz, maximale Impfen. Die schlechteste Wirkung ist umgekehrt, hohe Inzidenz, lahmes Impfen. So. Und aus dieser Herausforderung müssen wir jetzt lernen, wie es geht. Bayern hat bislang, was das Impfen betrifft, 2,7 Millionen Impfdosen jetzt bekommen mit heutigen Tag. Davon sind etwas über 2,2 Millionen verimpft, was zum Teil an den Zeitachsen liegt, aber auch ehrlicherweise, dass AstraZeneca nicht so geht, wie die meisten es gehofft haben. Wir hoffen, dass es die nächsten Tage besser geht, aber bei AstraZeneca ist ja jeden Tag irgendein neues Problem zu erwarten und das spürt man auch ehrlicherweise in der Wahrnehmung draußen. Jeden Tag wird jedenfalls im Moment um die über 40.000 im Schnitt verimpft. Das ist ungefähr die Größe einer Kleinstadt, wobei wir die Geschwindigkeit des Impfens erhöhen. Also wir passen die Impfgeschwindigkeit klar den Impfmengen an. Allein im letzten Monat hat sie sich verdoppelt. Und wir gehen mit den Lieferungen, das wurde heute auch nochmal festgehalten, davon aus, dass bis Ende April, Anfang Mai wir rund 20% der Bayern zumindest erst geimpft haben könnten. Im Moment sind es 11%. Dabei positiv, und das merkt man auch in der Zahl der Todesfälle, die deutlich zurückgehen, rund 70% der über 80-Jährigen sind bereits geimpft. Das ist sehr positiv, da merkt man einfach, wie das runtergeht. Besonders, es wurde ja immer sehr kritisch bemerkt, der Zustand der Alten- und Pflegeheime. Dort sind jetzt über 80% der Alten- und Pflegeheimbewohner erst- und zweitgeimpft. Also man kann sagen, Alten- und Pflegeheime sind nicht komplett, aber doch weitgehend immunisiert. Übrigens auch über 60% der Mitarbeiter haben sich dort jetzt impfen lassen, sodass man sagen kann, diese extreme Schwachstelle in der zweiten Welle, die, glaube ich, ist gut lokalisiert und eingegrenzt worden. Was jetzt in den nächsten Wochen Impfen betrifft, wir haben es heute noch mal festgestellt, wir haben noch mal etwas mehr Impfstoff bekommen. Die Hotspots, die wir haben, insbesondere im ostbayerischen Raum, sind ja sozusagen die Vorstufe für das Impfsystem im ganzen Land. Warum? Wir haben jetzt hier extra Impfstoff mit den Impfdosen, die wir jetzt noch zusätzlich vom Bund bekommen haben und denen, die wir in Bayern bereitgestellt haben, sind es fast 180.000 zusätzliche Impfdosen. Diese werden übrigens nicht von anderen weggenommen, sondern sind aus Zusatzlieferungen überwiegend des Bundes bzw. Europa gemacht und dann vor Abzug gegeben. Das wurde auf dem Impfgipfel ja mit dem Deutschen vereinbart, um das zu machen. Also es gibt mehr Impfdosen dort. Und was heißt jetzt der Vorläufer? Das Impfsystem ist in den Hotspots viel flexibler. Das ist auch die Vorstufe, das dort zu erproben, um es dann ganz auszurollen. So ist jedenfalls unsere Vorstellung. Dort wird mit sogenannten Riegel- und Ringimpfungen operiert. Nicht nur das Impfen streng nach der Alterskategorie, so wie es im Moment der Fall ist, sondern ganz bewusst flexibles Impfmanagement
mit einer flexiblen Priorität als Empfehlung und nicht so starr. Also beispielsweise, um zu verhindern, dass Ausbreitung stattfindet. Ringimpfen bedeutet, nach Infektionsgeschehen zu impfen, nach bestimmten Ausbruchsgeschehen zu gehen, nach bestimmten Gefährdungslagen zu gehen. Wir werden ja relativ bald auch Debatten bekommen, beispielsweise über Saisonarbeit und Ähnliches. Also genau überlegen, wo und in welchen Bereichen. Ebenso gilt es in den Schulbereichen, sodass wir dann sagen müssen, was Schulbereiche betrifft, auch dann in der nächsten Stufe nach den jetzigen Grundschullehrern, dann auch die weiterführenden Lehrer bei entsprechender Impfmenge dort zu verimpfen. Wichtig ist bei dieser Geschichte, dass wir immer zwei Grundziele haben beim Impfen. Impfen für die Gesundheit und Impfen für mehr Freiheit. Beides müssen gleichberechtigte Zielgruppen sein. Für die Gesundheit, das haben wir jetzt bei den Alten- und Pflegeheimen gut erreicht, gehen wir jetzt in den anderen chronisch kranken Bereichen bewusst an und zusätzlich dann eben für mehr Freiheit, um da auch mehr Mobilität zu erreichen. Bis 2. Mai, wenn die Zusagen des Bundes stehen, bekommt Bayern über 2 Millionen Impfdosen dazu. Wie soll das jetzt verimpft werden? Also es gibt einen richtigen Sprung, wenn Sie das sehen, im Vergleich zu den letzten 3 Monaten. Also praktisch einen Monat genauso viel wie in den letzten 3 Monaten. Unsere Impfallianz steht. Wie ist es verimpfen und wer verimpft? Das haben wir heute nochmal genau abgestimmt. Das war auch wichtig, nochmal zu koordinieren. Das Scharnier dabei ist der Gesundheitsminister, dem ich übrigens auch für die Kürze seiner Amtszeit auch danken möchte, weil das waren schon dicke Brocken, die wir jetzt da gemeinsam zu lösen haben. Wie? Erstens einmal wird zwischen Erst- und Zweitimpfung der Zeitabstand maximal vergrößert. Also soweit es von den Herstellern als zulässig erachtet wird, wird zwischen Erst- und Zweitimpfung maximal vergrößert. Zweitens, die Notreserven werden de facto auch nach Aufforderung des Bundes aufgelöst. Es bleiben dann nur noch knapp 10.000 BioNTech-Notreserve übrig. Alles andere wird verimpft. Alles wird verimpft. Warum übrigens? Weil auch die Erstimpfung schon eine Grundimmunisierung gibt und einen Schutz gibt. Und drittens, rund um die Uhr wird dann geimpft. Also das heißt jetzt im Moment natürlich Öffnungszeiten, später rund um die Uhr. An Ostern sind die Impfzentren geöffnet. An Ostern wird weiter geimpft. So. Es gibt keine Osterruhe fürs Impfen. Sonst schon, natürlich das klare Ziel. Die Impfzentren bleiben natürlich dabei und arbeiten auch. Die haben ja eine Maximalkapazität von 70.000. Wenn Sie sehen, dass im Moment so 40.000 verimpft werden, kann fast die doppelte Menge an Kapazität verimpft werden. Erster Teil der Impfsäulen ist die Impfzentren, das zweite sind die Ärzte. Da danke ich auch wieder Klaus Holitschek, aber heute auch den Ärzten in Bayern. Wir fangen an, das war ja unsere bayerische Forderung. Warum Ärzte? Warum Ärzte? Es gab ja da auf Bundesebene immer Debatten. Erstens einmal sind Ärzte erfahren beim Impfen. Wer impft normalerweise? Ärzte. Das sind die Impfprofis im Land. Zweitens, sie impfen schneller, weil sie auch die Patienten kennen und weil sie beispielsweise chronisch Kranke erfassen können. Impfzentren dürfen gar keine Nachrichten haben über die Erkrankungserscheinung, das wissen ja nur die Ärzte. Deswegen geht es auch schneller und vor allen Dingen, das zeigt sich bei so Impfstoffen wie AstraZeneca, wo ja doch viele Fragen bleiben, sind sie eben auch nachsorgend. Das heißt, der Hausarzt kennt den Patienten, kann sagen, ist geeignet, ist nicht geeignet und kann dann auch, sagen wir mal, bei Patienten, die etwas sensibler sind bei Gesundheitsfragen, gut nachsorgen und kann auch Anzeichen erkennen. Deswegen ist jetzt wichtig, dass die Hausärzte mit an den Start gehen. Was uns dabei aber wichtig ist, zum einen mehr Flexibilität in der Impfpriorisierung, also aus dieser starren Impfempfehlung herauszukommen. Die muss übrigens auch, diese Impfverordnung, entkriminalisiert werden, weil wenn heute einer nur ein bisschen abweicht, es wird zwar von der Politik gesagt, in den Beschlüssen, ihr dürft flexibler sein, aber solange die Impfverordnung selber nicht verändert ist, gibt es ein Rechtsrisiko für Ärzte und auch die Impfzentren. Das darf auf Dauer nicht so sein. Flexibilität muss auch in der Impfverordnung sich wiederfinden und die Dokumentation muss deutlich weniger werden, weil die bisherigen Dokumentationen sind einfach nach wie vor zu aufwendig, daran wird aber gearbeitet. Wir starten jetzt morgen mit 1635 Praxen bei den Hausärzten, insgesamt mit über 33.000 Dosen, das ist noch nicht viel, aber passt an so einem Tag, Mittwoch und Donnerstag dann, das Ganze zu machen für Ostern. Und ab dem 5.4. dann in allen anderen Praxen wird es dann Stück für Stück ausgerollt. Sodass für die nächsten Wochen das System steht, Impfzentrum zweigleisig mit den Hausärzten. Wir haben heute aber zusätzlich schon mit der Wirtschaft geredet. Wir gehen ja davon aus, dass im Laufe des Aprils bis Ende April die Impfdosen weiter anwachsen, sodass unser klares Ziel dann bereits Ende April, spätestens Anfang Mai, die bayerischen Betriebsärzte und die Wirtschaft komplett zu integrieren in das Impfsystem.
Es gibt ja schon Betriebsärzte, die sind an den Impfzentren. Es kann auch dort angedockt werden, kann aber auch über den betriebsärztlichen Dienst erfolgen. Ist ein ganz klares Ziel, sozusagen die Impfmengen zu verbreitern und auch die Impfreihenfolgen dann anzupassen. Also wir haben die Impfzentren, wir haben dann die Hausärzte und die Betriebsärzte. Wir werden im April bereits mit so 10 Modellprojekten beginnen für Impfen bei größeren Arbeitgebern. Warum ist das wichtig? Weil es die schnellste Impfung ist, wenn an einem Arbeitsplatz komplett geimpft werden kann. Das ist mobil, das ist vor Ort und geht sehr schnell. Aber auch dafür brauchen wir die Aufhebung der Priorität. Für die ostbayerischen Regionen haben wir das schon. Wir wollen aber auch in anderen Bereichen das Ganze machen, sodass dann so eine Gruppenimpfung möglich ist. Da geht es dann nicht nach Alter, sondern der gesamte Betrieb wird durchgeimpft. Und sagen wir es mal so, es gibt dann auch so einen gewissen Gruppendynamik beim Impfen. Ja, das wäre genauso, wenn man ein Kabinett zum Impfen komplett einladen würde, dann wird es auch für den einen eine gewisse Dynamik entfachen, der vielleicht ein bisschen ängstlich vor dem Impfen ist. Also wäre das schon an der Stelle gut. Und nach den Betriebsärzten, das ist dann die nächste Stufe, würden wir bei entsprechend dann vielleicht doch hohen Lieferungen auch nochmal die Kliniken mit einbeziehen, also auch die eigene Impfstraßen dazu entwickeln, sodass wir eine maximale Verbreitung vor Ort in den jeweiligen Regionen für das Impfen haben. Es gibt noch einige Fragen, die an den Bund zu klären sind. Einige habe ich schon genannt. Was aber noch mal wichtig wäre, wir müssten jetzt bald mal eine Aussage dafür bekommen, ob jemand, der geimpft ist, nicht nur irgendwann einen Impfpass bekommt, sondern ob die Freiheit damit auch verbunden ist. Das ist zum Beispiel schon an Ostern so eine Frage, die ja viele stellen, die wir leider nicht anders beantworten können. Eigentlich könnte man argumentieren, ich kann doch meine Großeltern, wenn die Erste- und Zweitimpfung haben, eigentlich perfekt sehen. Wie groß ist das Risiko? Und leider gibt es immer noch keine Aussage. Das ärgert uns, weil das natürlich dazu führt, dass gerade an einem Fest wie Ostern auch da die Kontaktmöglichkeiten nicht so weit sind. Es wäre leichter, würden wir da endlich eine klare, verbindliche Aussage bekommen. Die haben wir nicht. Die würde uns sehr an der Stelle helfen. Letzter Punkt. Wie geht es jetzt weiter mit dem Thema Öffnungen? Wir werden Mittwoch nächster Woche ein Sonderkabinett machen. Für diese Woche hätte es keinen Sinn gemacht, aber Mittwoch nächster Woche, bis dahin kann man die Entwicklung auch nach Ostern ganz gut beurteilen. Wir haben ja klare Regeln, was uns das betrifft, was denkbare weitere Öffnungen betrifft und haben ja auch unsere Notbremse, die bleibt alles, das wird sich auf keinen Fall verändern. Aber wir werden deswegen nächste Woche dann sehr genau entscheiden, ob angesichts der Inzidenzlage welche Modelle und welche Möglichkeiten bestehen. Klaus Holitschek hat ja das ausgelobt mit den Modellregionen, 8 Stück oder 8 Städte. Da muss man eines dazu sagen, da hat der Vorschlag des Gesundheitsministeriums ist jetzt so, es haben sich ja fast 100 jetzt beworben in ganz Bayern, da fallen nahezu jeder. Dies dient nicht dazu, eine Art schnelle Öffnung zu erreichen. Dies dient dazu, zu sehen mit einem 2-wöchigen Testlauf, inwieweit man mit Testen und Inzidenz vernünftig umgehen kann. Dies dient jetzt nicht dazu, Regeln beiseite zu schieben, sondern es dient dazu, eine Erkenntnis zu haben für andere. Deswegen macht es auch keinen Sinn, viele zu nehmen, sondern wenige zu nehmen. Das Gesundheitsministerium hat jetzt eine Matrix aufgestellt, die bedeutet, kann der Klaus Holitschek noch mal ergänzen, eher kleinere Städte, sehr stabile Inzidenz, also keine, die ständig ansteigen und wichtig vor allem ausreichende Testkapazitäten, Hygienekapazitäten und wichtig ein digital funktionierendes Kontaktmanagement. Denn nur so kann man erkennen, ob auch bei einer etwas höher stabilen Inzidenz es überhaupt einen Sinn macht oder ob Testen völlig verpufft. Wir sehen an Österreich, Testen ist leider nicht alles. Und wir werden auch sehen, ob in anderen Bundesländern größere Öffnungen möglich sind. Ein ganzes Land oder große Landkreise dafür zu nehmen, macht wenig Sinn, weil da keine ausreichende Abgrenzung möglich ist. Und so werden wir dann nächste Woche angesichts der Inzidenz und Bewerbungslage entscheiden, ob überhaupt, wann, vielleicht auch verspätet, und wer dann da dabei ist. Und Top-Thema nächste Woche, absolutes Top-Thema, ist nochmal das Thema Schule. Ich mache mir ehrlich gesagt höchste Sorge um das Thema Schule. Und wir stellen halt jetzt fest, dass ich gerade in dieser dritten Welle das Thema Schule zu einem der schwierigsten Themen generell entwickelt. Während im Handel Click und Meet relativ stabil funktioniert mit Maske, funktioniert relativ gut, kann man sagen, und Click and Meet dann sogar bei etwas höherer Inzidenz mit Test ohne Probleme stattfinden könnte, ist es bei der Schule einfach anders. So, Schule macht die größte Herausforderung. Dort ist die größte Verbreitung, sieht man bei dieser dritten Welle in vielen anderen Ländern. Wir haben jetzt Glück, dass jetzt gerade Ferien sind, aber wir müssen nächste Woche nochmal genau das Thema Schule bewerten, wie es dann danach weitergehen soll. Ich will die mich da heute nicht festlegen, aber ich sage da, der oberste Maßstab ist auch hier Schutz.
Schutz ist der oberste Maßstab. Auch da wäre mir übrigens nochmal wichtig, dass wir mehr Bundeseinheitlichkeit bekommen. Bei Schulen ist die Verwirrung am größten. Jetzt kann man sagen, Schulen sind alle regional. Ja, aber das ist für die gesamte Bildungsqualität des Standorts Deutschland eine echte Herausforderung, wenn das kunterbunt und kreuz und quer durcheinander geht bei den Schulen. Die einen haben komplett auf, die anderen haben weniger. Ich hoffe sehr, dass sich diejenigen, die fast alles aufhaben, nicht noch am Ende darüber ärgern, dass sie das so großzügig gehandhabt haben. Für uns und für uns in Bayern ist jetzt ganz wichtig, dass wir noch mal bis nächste Woche das komplette Testregime klären bei den Schulen. Also ich bleibe da fest dabei. Erstens mal müssen die Tests überall ausgeliefert werden. Wir haben heute noch mal den Kommunen gesagt, weil es immer wieder Hinweise gab, dass die oder jene Schule, obwohl die Mengen an Tests da waren, nicht die Testkapazitäten hatte, oder auch Kitas, dass die Verteilungsmanagement sich prioritär bei den Schnelltests an Schulen und Kitas zu richten hat. Das ist die Priorität der gelieferten Schnelltests des Staates. Zweitens, wir bleiben dabei, wir brauchen dann am Ende auf jeden Fall über 100 eine Testpflicht. Wir hören leider noch die Nachläufer aus der letzten Woche zu stark, dass es sehr viel Zurückhaltung beim Testen gab. Übrigens nicht einmal unbedingt nur bei den Lehrern, das muss ich ausdrücklich sagen, sondern vor allen Dingen auch von vielen Eltern. Es ist aber nicht sinnvoll, ohne Test bei Angebot in die Schule zu gehen. Die pandemische Herausforderung ist groß für alle Beteiligten. Deswegen ist wichtig, so viel testen, wie es geht. Und deswegen bleibt es auch bei über 100 bei einer Testpflicht, und zwar Testpflicht in der Schule. Nicht irgendwo daheim, so nach dem Motto, ja, ich habe ihn schon gemacht. Ja? Sondern in der Schule, die Organisation muss dann natürlich funktionieren und Teilnahme am Unterricht ist dann mit einem negativen Test möglich. Sonst läuft uns das pandemische Geschehen in der Schule davon, und übrigens mit der ganz großen Sorge, dass dann auch die Schülerinnen und Schüler davon betroffen werden. Die Krankheitsverläufe werden auch in jüngeren Jahrgängen stärker werden. Und das muss uns allen Anlass sein, nicht nur zu sagen, die erkranken, aber es ist nicht so schlimm, sondern es kann da auch schlimmer werden. Und ich sage mal so, die Bildungsqualität der Schülerinnen und Schüler zu halten, ist das eine, aber ihre Gesundheit mindestens genauso viel, wenn nicht mehr. Das werden wir aber nächste Woche abschließend beraten. Fazit. Die meisten haben jetzt Osterferien, machen gerne Osterpause, Corona leider nicht. Es geht einfach weiter. Deswegen müssen wir unseren Fokus als Staatsregierung darauf richten. Und ich kann auch an allen sagen, denen ich auch schöne Osterferien wünsche und die an Ostern runterkommen und ausruhen und was anders denken wollen, wir denken weiter an Corona. Wir passen auf. Wir passen weiter auf. Wir beobachten jeden Tag, jede Entwicklung, in jedem Landkreis, in jeder Stadt ganz genau. Wir sind täglich in der Abstimmung. Ich persönlich auch mit dem Bund und wir hier bei uns in Bayern, Klaus, auch mit dem Schulminister natürlich, der in den Vorbereitungen drin ist, viele andere auch. Ostern muss jetzt genutzt werden, um versuchen, den Anstieg zu bremsen und zu verlangsamen. Das wird uns helfen. Eines muss jedem klar sein: Je schneller wir eine Entlastung bekommen, desto langfristiger ist der Erfolg. Eines muss aber klar sein: Es geht schneller hoch, als es runtergeht. Deswegen ist es auch sinnvoll, es zu dämpfen, bevor es einfach nach oben schnellt. Und deswegen noch einmal ist unser Motto: wachsam bleiben, reagieren, keine falschen Schritte tun, was die Öffnung betrifft, die uns dann schnell wieder einholen. Und deswegen wünschen wir alle einfach ein schönes Ostern, jedenfalls aus meiner Zeit. Ich hätte mir auch wieder gewünscht, dass dieses Ostern schöner ist. Letztes Jahr war Ostern ein bisschen besser, da war ein bisschen Hoffnung. Jetzt im Moment sind wir mitten in dieser gesamten Welle drin. Aber ich sage Ihnen auch, es wird trotz steigender Inzidenz jeden Tag ein kleines bisschen besser, weil mit Impfen ist zumindest für jeden Tag im Moment für 40.000 Menschen neue Hoffnung verbunden, und es wird jeden Tag mehr und besser. Wie lange das aber dauert, hängt jetzt sehr von uns selber ab. Und ich bin sehr entschlossen, die Zeit so kurz wie möglich zu machen. Vielen Dank. Vielen Dank, Gesundheitsminister Klaus Holitschek. Ja, meine Damen und Herren, zum Thema Impfen vielleicht nur ein paar wenige Bemerkungen, weil der Ministerpräsident eigentlich umfassend und das Wesentliche gesagt hat. Ich glaube, dass wir bei dem Thema Priorisierung einfach sehr pragmatisch vorgehen müssen. Wir müssen flexibel sein und müssen einfach schauen, dass wir diese Impfungen so gut wie möglich überall einsetzen. Und das habe ich auch dem Bundesgesundheitsminister bei der letzten Konferenz nochmal gesagt. Das muss das Ziel sein, ein pragmatischer Umgang. Natürlich müssen chronisch Erkrankte und ältere Menschen, die Schwachen, Vorrang haben. Das haben wir jetzt auch an die Hausärzte ja nochmal adressiert im Rahmen der Impfverordnung. Aber es muss pragmatisch vorgegangen werden und es muss schnell geimpft werden, gerade
in dem Zeitalter, wo die Mutation um sich greift, ist es das Gebot der Stunde. Und ich glaube, wir sollten uns da nicht zu sehr von irgendwelcher Bürokratie einengen lassen, weil die Bürokratie und die Pandemie tatsächlich nicht zusammenpassen. Es hat sich jetzt wieder gezeigt an der Frage, ob Selbsttests vereinzelt werden können in den Apotheken. Das sind Dinge, die eigentlich nicht zusammenpassen in diesen Zeiten. Deswegen ein pragmatischer Umgang. Ich glaube, dass bei AstraZeneca das Thema ein schwieriges wird, auch in der Zukunft, was die Akzeptanz angeht. Wir werden ja jetzt wieder aus anderen Bundesländern mit Meldungen auch konfrontiert, wo Impfungen schon wieder ausgesetzt werden. Das muss man auch genau beobachten, muss man genau anschauen. Und vielleicht kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo die Politik tatsächlich vorangehen muss und sich impfen lassen muss, um nochmal ein Zeichen zu setzen. Ich glaube, dass der bald kommt, damit das Vertrauen und die Glaubwürdigkeit in ein solches Thema vielleicht nochmal erhöht wird. Das ist immerhin der Impfstoff, der am zweitmeisten nach BioNTech bei uns hier aufschlägt. Und wir können eigentlich nicht auf ihn verzichten, aber wir müssen es in einer Abwägung tun der verschiedenen Güter. Und ich denke, das wird uns auch gelingen. Ich bedanke mich auch nochmal bei allen, die bei dieser Impfallianz mitgemacht haben, weil ich das schon bemerkenswert finde im Vergleich auch zu anderen Ländern. Ich habe das Gefühl, hier ziehen alle Ärzte an einem Strang zusammen mit der Wirtschaft, Betriebsärzte, Hausärzte, die Kassenärztliche Vereinigung, die Landesärztekammer. Ich glaube, das war heute nochmal zu spüren. Jeder will sein Bestes geben, damit möglichst schnell geimpft wird. Es hängt am Impfstoff und da hoffen wir, dass der Zulauf im Mai dann tatsächlich so wird, dass wir Vollgas Tag und Nacht impfen können. Das müsste dann tatsächlich unser großes gemeinsames Ziel sein. Ich möchte vielleicht zu den Modellstädten noch ein paar Bemerkungen machen. Der Ministerpräsident hat ja schon den Rahmen noch mal skizziert. Wir haben natürlich die letzten Tage noch mal überlegt, was das bedeutet, dass die Inzidenzen jetzt steigen. Und Sie haben ja auch die Meldungen gelesen, die britische Mutation, die über 72% in Bayern schon ausmacht, vereinzelt auch brasilianische Mutationen und andere Dinge, aber noch sehr geringfügig. Und in diesem Licht auch noch mal zu bewerten, was heißt es denn für die Ausweisung von Modellstädten? Ich will die Betonung noch mal auf Städte legen, weil so haben wir es im Ministerrat auch gemeinsam beschlossen. Und wir haben uns jetzt darauf verständigt, dass wir für diese Modellprojekte große Kreisstädte und kreisfreie Städte einbeziehen, bis zu 100.000 Einwohner. Weil wir glauben, dass das dann von der Handelbarkeit und von allen Rahmenbedingungen der richtige Rahmen ist, in dem wir uns dort bewegen. Das wären dann 46 Städte in Bayern, die bei 11.000 Einwohner schon angehen. Die kleinste große Kreisstadt ist, glaube ich, um die 11.000 Einwohner und dann aufwachsen bis zur Größenordnung von 100.000 Einwohnern. Die hätten auch das, was wir glauben, was wichtig ist, dass es Innenstädte gibt, an denen man auch die Dinge ausprobieren und austesten kann. Also eine gewisse Zentralität, aber vielleicht eben nicht diese große Magnetfunktion wie die Metropolen und andere. Deswegen die Begrenzung auf die 100.000. Und dann werden wir, denke ich, einige Parameter noch definieren, die wichtig sind. Ein ganz enges Testregime, wo wir sagen, da müssen Schnelltests sein, da müssen in den Städten Testbusse sein. Also ich glaube, da habe ich jetzt schon gesehen, dass die Kommunen sehr kreativ sind in diesen Bewerbungen und da gibt es schon viele Ideen, die sich umsetzen lassen. Aber dieses enge Testregime ist gerade bei dieser aufwachsenden Inzidenz ein ganz, ganz zentraler Punkt, der wichtig ist. Ich würde mir auch wünschen, dass wir bei den Städten unterscheiden können und sagen, das ist vielleicht eine Stadt, die mehr gewerblich geprägt ist, die andere Stadt hat mehr Kultur. Das gehört ja auch zu dem Thema Öffnung mit dazu, dass man vielleicht dann auch so modellhaft sehen, was man denn übertragen kann für die Zukunft, wenn das dann auch sinnvoll aufwachsen sollte und ein Modell auch wäre. Schutz- und Hygienekonzepte sind absolut notwendig und wichtig. Ich glaube, wir müssen alle einbeziehen. Wenn so eine Stadt da mitmacht, dann müssen alle mitmachen, auch das Gewerbe, der Einzelhandel. Alle müssen sich engagieren und mit einbringen. Ich glaube auch, dass eine ausreichende Impfquote wichtig ist. Also die sollte nicht unter dem Landesschnitt liegen. Das halte ich für ein tatsächliches wesentliches Element. Und wir brauchen natürlich das Einvernehmen mit den Gesundheitsämtern vor Ort, die Kontaktnachverfolgung, die Personalausstattung muss dort gegeben sein. Und der Ministerpräsident hat es angesprochen, es wäre schön, wenn auch die Digitalisierung und wichtig in den Gesundheitsämtern zusammen mit den Öffnungspartnern funktioniert. Und dann, glaube ich, haben wir einen ganz guten Rahmen für diese möglichen Antragstellungen, für diese Bewerbungen, die wir dann bis nächste Woche einlaufen lassen würden und dann am Mittwoch im Kabinett nochmal vorlegen. Das ist so das Ziel. Also eine Matrix, die sich orientiert an großen Kreisstädten, kreisfreien Städten bis 100.000 Einwohnern, an bestimmten Parametern, Testen, Impfen, Digitalisierung und Kontaktnachverfolgung. Und das ein oder andere kann da sicher noch dazukommen. Das ist so jetzt die Linie für diese Entscheidung. Vielen Dank. Wir kommen zu den Fragen. Als erstes Patricia Schäfer vom ZDF, bitte.
gedrückt halten. Ich möchte fragen zum Thema Priorisierung. Sie sagen beide, flexibler soll das werden. Da wäre die Frage konkret, wer hebt die Priorisierung auf? Wie schnell kann das gehen? Und wie wird es dann an die Impfenden kommuniziert, dass die Ärzte auch wissen, was sie tun dürfen? Und ist es nicht so, dass sogar in einer pandemischen Lage wie der unsrigen es eine Pflicht ist, die zu impfen, die sich impfen lassen wollen? Das ist die Priorisierungsgeschichte. Und dann zweite Frage, es gibt ja nur wenige Dosen für die einzelnen Hausärzte im Moment. Warum drücken Sie, Herr Holecek, dann so aufs Tempo? Weil es geht ja sowieso nicht schneller, solange nicht mehr Impfstoff da ist. Wie soll es beginnen? Bitte. Also ich kann gerne zu dem Thema Hausärzte was sagen. Mir ist es tatsächlich wichtig gewesen und ich glaube uns allen, dass wir anfangen. Das muss ja auch nicht so sein, dass gleich alles funktioniert oder alles hochläuft, sondern man kann ja das auch austesten und die Hausärzte wollen das auch. Wir haben das abgesprochen, wir treffen uns einmal in der Woche in einer Steuerungsgruppe mit den Ärzten, wo wir die Dinge gemeinsam vorbereiten. Und wir haben jetzt in der ersten Tranche AstraZeneca auch in den Hausarztpraxen. Das halte ich auch für richtig und wichtig, gerade im Hinblick auf diesen Impfstoff. Der Bund liefert ja dann ab 7. April, liefert erstmal nur BioNTech, AstraZeneca erst später. Und deswegen ist es, glaube ich, schon ein gutes Modell. Und ich kann nur noch mal sagen, ich vertraue den Ärzten in der Frage, wie sie die Priorisierung vornehmen. Ich habe da keinen Zweifel dran. Und wenn wir da jetzt noch mal anfangen, neben jedem Arzt irgendjemand hinzustellen, der das überprüft, dann werden wir die Pandemie nie bewältigen, weil wir dann in einem Staat sind, der sich lieber mit Bürokratie beschäftigt. Also von daher, jetzt können alle über 70-Jährigen schon geimpft werden. Wir sind schon in der Prio 2. Das ist ein fließender Übergang. Und ich glaube, es ist wichtig, dass jeder eine Impfung kriegt, wo eine Impfdose da ist und keine verworfen wird. Und damit wird vorankommen und tatsächlich die Impfquote in unserem Land erhöhen. Vielleicht noch eine Ergänzung. Also erstmal so, die Hausärzte können die chronisch Kranken stärker in den Fokus nehmen, die über die Impfzentren nicht erfasst werden können. Weil die Krankenkassen können keine Daten über chronisch Kranke an die Impfzentren liefern, müssten es an die Kommune liefern. Das ist rechtlich aus gutem Grund nicht möglich. Deswegen haben die Hausärzte eine zusätzliche Impfoptionsverbreiterung gegenüber den Impfzentren, das ist das eine. Das zweite ist, es muss sich ja dort auch einpegeln. Sie dürfen nicht vergessen, Frau Schäfer, die Hausärzte machen ihr normales Tagesgeschäft auch. Also die Impfzentren machen nur das, in Anführungsstrichen, und die Hausärzte haben noch ihr normales Tagesgeschäft, sodass auch da das so sich einpegeln muss. Wenn dann gleich an einem Tag 300 kommen würden, bricht ja quasi die Praxis zusammen. Deswegen glaube ich, ist so ein Einphasing eine kluge Strategie, damit anzufangen, auch als Signal, auch vielleicht schon etwas zu erlernen aus der Erfahrung. Wir versuchen ja, ein in sich verschränkendes System zu bekommen. Wir haben heute auch noch mal darüber geredet, dass die Kassenärztliche Vereinigung, der Hausärzteverband, die kommunalen Spitzenverbände, also die Kommunen, dass das alles stärker Hand in Hand geht. Dass das nicht verschiedene Stränge sind, die auseinandergehen, sondern miteinander verschränkt sind. Das ist das eine. Das zweite zur Priorisierung. In den ostbayerischen Hotspot-Regionen, also den Mutationsgebieten, ist es bereits laut Impfverordnung erlaubt. So, das hatte ich vorhin auch versucht zu sagen. Das ist da schon, da kann man das machen. Deswegen zum Beispiel, wenn ich in Hof anschaue, Umlauf, da kann man schon anders impfen beispielsweise oder in Tirschenreuth. Ja. Und das hat auch schon erste Erfolge. Ist ganz interessant, wenn Sie anschauen, dass wir beispielsweise, was die Hotspots betrifft, natürlich nach wie vor viele haben, aber die Reihenfolge verändert sich. Also Wunsiedel und Tirschenreuth, was lange wirklich wochenlang ganz oben war, hat sich auch durch bewussten Einsatz und gezielten Teil solcher Maßnahmen nach hinten entwickelt. Jetzt ist zum Beispiel Ostallgäu sehr weit vorne. Das war noch nie ein Problem, liegt jetzt sehr weit vorne im deutschen Umfeld. Andere, die lange vorne waren, sind weiterhin. Also das heißt, auch diese Maßnahmen wirken bereits und auch diese Form von Riegel- und Ringimpfung, diese beiden Worte, die verwendet werden. Ringimpfung heißt also ganz viele Leute aus einem bestimmten Umfeld. Und Riegelimpfung zu verhindern, dass die Ausbreitung stärker stattfindet. Das ist auch ist gelungen. Ich glaube sogar, dass die Maßnahme, die wir, das sage ich immer, den ostbayerischen Raum, worunter der ostbayerische Raum wirklich schwer zu leiden hat, und zwar seit langer Zeit, aber die helfen auch mit, dass die Verbreitung sich insgesamt verlangsamt. Weil normalerweise müssten wir Top 1 oder 2 sein im Moment, an der Nähe zu Tschechien. Müssten wir sein. Und dadurch, dass wir uns doch relativ stabil halten, also nicht gut, aber stabil halten, dass es nicht durch die Decke geht, liegt, glaube ich, gerade an der Unterstützung, die dort geleistet wird. Darum habe ich das auch noch mal letzte Woche gesagt, setze ich mich auch sehr dafür ein, dass wir zusätzliche, auch finanzielle Förderungen für Ostbayern bekommen, dass die Hotspots dann auch Ausgleichsmöglichkeiten haben, damit umzugehen.
Grenzlandförderung beispielsweise aus der EU, aber wir werden uns dazu auch nochmal eine spezielle Förderung überlegen, um da Ostbayern, Oberpfalz, Oberfranken und auch Niederbayern in dieser schwierigen Situation in der Balance besser zu halten. Und unser Ziel wäre, dass man das, was da möglich ist und aus unserer Sicht erfolgreich ist, dann quasi ausrollt immer weiter ins Land hinein. So. Und durch das, was Klaus Holitschek sagt, durch das Fließende, schon Kontaktgruppe 2, das geht jetzt dann relativ zügig, ist irgendwann das Ganze nicht mehr sinnvoll. Und bei AstraZeneca, letzter Satz, sonst heißt für dich, antworte zu lang, bei AstraZeneca habe ich einfach insgesamt kein gutes Gefühl, was diese ganzen Einschätzungen betrifft. Also wer was empfiehlt und nicht, es geht ja hin und her. Irgendwann wird man bei AstraZeneca speziell mit sehr viel Freiheit operieren müssen und irgendwann sagen müssen, wer will und wer sich traut, quasi das soll auch die Möglichkeit haben. Denn Fakt ist bei allen Empfehlungen, die Gefahr einer schweren Corona-Erkrankung ist viel höher einzuschätzen als mögliche Nebenwirkungen bei AstraZeneca, soweit sie jedenfalls jetzt bekannt und eingeschätzt werden. Johann Usel, Süddeutsche Zeitung. Zwei Fragen hätte ich, zum ersten an den Gesundheitsminister. Mit der Streckung der Zweitimpfung, die der Ministerpräsident erwähnt hat, ist das jetzt schon der Regelfall? Und wie ist die Streckung tatsächlich in der zeitlichen Dauer und unterscheidet sich das von den verschiedenen Impfstoffen? Und die zweite Frage an Sie, Herr Söder. Sie hatten gesagt, es braucht einen Pandemieplan, nicht 16. Wenn das nicht geschehen würde, was wäre denn dann die logische Konsequenz auch mit Blick auf Debatten über Strukturänderungen oder Kompetenzverlagerungen? Also die Zweitimpfung bei AstraZeneca 12 Wochen und bei Moderna und BioNTech 6 Wochen. Das ist schon in der Umsetzung und erfolgt auch. Also das, was maximal erlaubt ist quasi, das wird gemacht, wird gemacht. Und jetzt werden die Notreserven eben auch mit Genehmigung des Bundes, darf man wirklich sagen, waren so aufgelöst. Also wir haben ja letzte Woche gesehen, dass das Format der Entscheidungsfindung von letzter Woche unzureichend ist. Und in der Tatsache, dass die Pandemie zunimmt und steigt und die letzten Entscheidungsformate nicht funktioniert haben, hat die Bundeskanzlerin am Sonntag gesagt, er muss an der Stelle auch mehr Einheitlichkeit durch den Bund herbeigeführt werden. Das gibt die Rechtslage übrigens auch her. Und da bin ich der festen Überzeugung, dass das sinnvoll ist. Ich bin ja in zweierlei Funktion. Ich bin als Ministerpräsident im föderalen System, aber ich bin als Vorsitzender meiner Partei Mitglied der Bundesregierung auch im Bundesregierungssystem. Und ich glaube, dass jetzt irgendwann die Zeit ist, dass wir nicht nur endlose weitere Sitzungen machen, in denen am Ende die Ergebnisse einfach zu wenig sind, einfach zu wenig angesichts der Dramatik. Jetzt, wenn man nochmal den Osterlockdown rausrechnet aus dem letzten Beschluss, dann bleibt ja fast nichts übrig. Da bleibt ja fast nichts übrig. 15 Stunden weitgehend ohne erkennbaren Fortschritt. Jetzt ziehen Gott sei Dank einige nach, ich hatte Niedersachsen erwähnt, und deswegen glaube ich, da braucht es einfach mehr Zug dahinter. Also wir können jetzt nicht endlos rumtrödeln, sondern müssen entscheiden. Es tun, wie gesagt, etliche Länder, das ist okay, aber wir können in einer solch pandemischen Lage nicht auf den Letzten warten. Und deswegen verstehe ich auch nicht diese Streitdiskussion, die jetzt da gerade ist, weil eigentlich haben wir doch alles gleiche Ziel. Natürlich will jeder öffnen, wo es möglich ist. Aber je schneller die Inzidenz steigt, desto unwahrscheinlicher ist das schnelle Öffnen. Ein logischer Zusammenhang. Dieser, ja? Wir wollen ja nicht, schauen Sie, an Paris kann man das ganz gut sehen. Paris und Österreich sind zwei ganz interessante Beispiele. Österreich hat ja gesagt, wir öffnen nahezu alles mit diesem strengen Testregime. Und es hat auch was für sich. Und bei einer stabilen, niedrigen Inzidenz funktioniert es auch. Aber im Osten Österreichs sind die Inzidenzen aufgrund der Nähe im osteuropäischen Umfeld sehr, sehr stark gestiegen. Und ich finde von Sebastian Kurz absolut richtig und verantwortlich zu sagen, dort verschieben wir jetzt weitere Öffnungen oder nehmen einige zurück. Richtig. Frankreich tut sich sehr schwer, sein Management zu entwickeln, wie viel öffnen, wie viel zu. Und das Ergebnis jetzt gerade in Paris zu sehen, wir haben jedenfalls die Fernsehberichte, die ich gestern Abend gesehen habe, dort sprechen die Ärzte von Triage relativ bald. Sollen wir jetzt darauf warten? Also sollen wir wirklich das Modell haben, wir warten, bis es richtig schlimm wird, um dann was zu tun. Deswegen ist mein Ansatz schneller und entweder kriegen wir das dann noch gut gemeinsam hin, dafür gibt es auch viele Anzeichen. Aber mein Eindruck war auch bei der Bundeskanzlerin, sie sagt, jetzt muss man die gesetzlichen Maßnahmen, die da sind, neben dem sozusagen Goodwill, auch nochmal vertiefen. Und da bin ich jederzeit bereit, das mitzutragen, weil ich glaube, dass es richtig ist. Es geht hier nicht darum, wer welcher besser rüberkommt, sondern es geht ausschließlich darüber, wie wir dieses Corona bekämpfen. Darunter leiden wir alle und jeder in Deutschland.
Corona-Bekämpfung ist eine Frage des Gemeinwohls, keine parteipolitische oder länderspezifische Frage. Wir haben jetzt noch drei Fragen, dann möchte ich die Runde schließen. Als nächstes Gabriele Dunkel vom Bayerischen Rundfunk. Herr Holecek, ich würde ganz gern wissen, wie läuft das denn dann ab? Soll ich mich beim Hausarzt melden? Meldet er sich bei mir? Gibt es da eine Liste? Oder ich habe mich ja schon in dieses Impfregister eingetragen. Ist das dann obsolet? Weil ich glaube, das sind ganz praktische Fragen, die viele Zuschauerinnen und Zuschauer haben. Also normalerweise wird der Hausarzt seine Patienten, denke ich, anrufen und einladen, gerade nach dem, was auch der Ministerpräsident gesagt hat, chronisch Erkrankte oder zu den immobilen Patienten hinfahren. Das ist ja auch ein wichtiges Element der Impfung durch die Hausärzte. Und wer bei Imco angemeldet ist, der sollte vom Hausarzt darauf hingewiesen werden, dass er sich wieder abmelden muss. Das ist tatsächlich wichtig. Oder wir überlegen gerade, wenn jemand 4-5 Wochen nicht darauf reagiert, dass er eine Einladung über das System kriegt, dass er dann wieder rausfällt. Aber einfacher wäre es, wenn er sich dann proaktiv abmeldet, nachdem er beim Hausarzt die Impfung bekommen hat. Uli Bachmeier, Augsburger Allgemeine. Ja, ich habe zwei Fragen. Zum einen das mit den Modellstädten. Das wurde ja ein bisschen unter anderen Voraussetzungen geboren, die Idee, als jetzt ist. Jetzt steigen die Inzidenzen. Was könnte denn bei steigender Inzidenz da der Erkenntnisgewinn sein? Legen Sie das so an, dass Sie verschiedene Städte nehmen und sagen, da machen wir mehr im Handel, da machen wir mehr in der Gastronomie und schauen uns dann das Ergebnis an? Und das Zweite zu dem Disput, Herr Söder, um die Ministerpräsidentenkonferenz. Sie wollten doch mit Herrn Laschet eigentlich Seite an Seite marschieren. Haben Sie mit ihm gesprochen? Warum ist da nichts zu machen? Zum Thema Modellkommunen kann ich nur nochmal sagen, wir haben jetzt auch diese Veränderung im Konzept und diese Überlegung natürlich nochmal getroffen, unter dem Gesichtspunkt steigender Inzidenz. Deswegen wird ein ganz engmaschiges Testkonzept, ein Hygienekonzept, die Kontaktnachverfolgung tatsächlich ganz zentral sein. Das wird wissenschaftlich durch das LGL auch begleitet, um dann auch Schlussfolgerungen zu ziehen, wo sind Ausbruchsgeschehen? Was kann ich tatsächlich feststellen? Was kann ich für Schlussfolgerungen ziehen danach? Das muss ja auch Sinn machen. Wir wollen ja nicht ein Modellkonzept machen, um nicht danach auch auszuwerten und zu sehen, welche Erkenntnisse sind da. Kann ich mehr öffnen? Bei welcher Inzidenz? Was hat das für eine Auswirkung? Ich will auch nicht ausschließen, dass dort die Notbremse dann natürlich auch irgendwann eingreift, wenn die Inzidenz in dem Modellversuch hochsteigt. Das müssen die Gesundheitsämter eben auch ganz genau beobachten. Und so ist das System angelegt. Ich würde da nur ergänzen, das heißt ja nicht, dass alles geöffnet wird. Also es ist auch durchaus denkbar, dass man Modellregion heißt, dass man eine Sache öffnet, zum Beispiel. Gerade bei einer Wachsinzidenz zu sagen, vielleicht im Kulturbereich, vielleicht woanders. Verstehen Sie also, dass man das wirklich der Situation angemessen entscheidet. Es wird auf keinen Fall nach dem Motto, wir machen jetzt irgendwie alles einfach auf. Das wird sicherlich nicht passieren, sondern wird genau überlegt, was passt unter den Parametern, die Klaus Holecek sagt. Ganz wird entscheidend sein, die Stabilität der Inzidenz zu sehen. Also ein Beispiel. Es haben sich jetzt eine Reihe von Städten beworben, die bis nächste Woche nach meiner Einschätzung die 150 erreicht haben werden. Wo überhaupt völlig ausgeschlossen ist, das jetzt zu machen. Wo ich auch glaube, dass die Kommunalpolitiker großes Verständnis haben. Sie dürfen nicht vergessen, der eine oder andere kommt ja auch unter Druck und wird man sagt, jetzt bewerb dich halt auch mal, wir wollen auch dabei sein. Ja, aber dann kommt umgekehrt die Frage im Stadtrat, warum hast denn du nicht dich beworben? Das ist ja ganz normal. Insofern haben sich da viele beworben und einige mit sehr guten Konzepten, einige sind noch in der Überlegungsphase. So, es muss ein gescheites Konzept sein, es muss angepasst sein, es muss auch im Umfeld passen. Also beispielsweise macht es auch keinen Sinn, wenn du eine kleine Kreisstadt hast, die dann eine stabilere Inzidenz hat, aber der Landkreis drumherum explodiert. Das ist das. Aufgrund der Verflechtung, die wir kennen, ist das nur eine Frage der Zeit, bis es gegenseitig korrespondierend hochgeht. So. Und zu der zweiten Frage würde ich sagen, es gibt ja offenkundig Klärungsbedarf nicht in der CSU. Erstmal. Und das muss man jetzt auch mal abwarten. Ansonsten arbeite ich mit allen natürlich hervorragend zusammen. Zum Abschluss Jürgen Umlauf, Frankenpost, Neuer Tag. Danke, haben Sie erledigt meine Fragen. Gut, dann vielen Dank, einen schönen Tag.